Morgen, morgen, Mensch, mit Graz. Quatsch dir mal nicht dazwischen, sobald ihr Ansturm naht. Okay, ich entscheide mich mal denn doch zu gehen. Letzte Folge war eigentlich, dass ich überlege, ob wir hier abhauen. Halt. Ich will jetzt abhauen und ich kann nicht abhauen, weil wir entdeckt wurden und eine und die Alien-Aggressivität jetzt hoch ist. Halt mal kurz die Karte aufmachen. Das heißt, von da kommen jetzt ganz viele. Scheiße, ich will mich doch bloß verpissen. Aber wenn ich die jetzt verlege, ändert das ja nichts daran. Wir müssen zum Anfang zurückfahren, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ich wollte ja in dieses Ding hier rein. Na gut, komm, wir fahren mal weg. Ah, ich will doch nur abhauen, jetzt verschwinden. Na gut. In der letzten Folge war es ja so, dass wir hier ein paar Leute schon mal gerettet haben. Wollten noch hierbleiben oder nicht. Jetzt steht für mich fest, wir wollen hier weg. Oh cool, dass der... Aber warum schießt er nicht weiter? Kann er nicht einfach nach hinten weiter peilen? Zeigt die Karte, ich kann gerade nichts nachgucken. Okay. Ich sitze übrigens hier drüben, weil das der beste Ort war. Jetzt war der Zaun kurz weg, weil ich mal kurz rausgetappt habe, wo ich mich eigentlich positioniert hatte. Komm, haut ihn mal weg da. Scheiße, kann das Fahrzeug? Haben wir es überlebt jetzt? Gewaltiger Ansturm, komm näher. Das ist, wenn ich mit dem Panzerwagen einfach nochmal in die nächste Ecke fahre. Wie viel kommen denn da jetzt? Okay, na dann müssen wir hier, wo war das? Das ist der Granatwerfer und das ist Unterstützungsfeuer. Da reinhalten. Du machst auch nochmal Unterstützungsfeuer. Das brauchen wir nicht mehr. Ist vorbei. Ups. Na ja. Rechtsklick, okay. Stress. Wie sieht's aus mit dem Stress? So werden die Leute manchmal nicht angezeigt. Jetzt. Oh ja, der Stresslevel ist halt bescheiden. Ich will nicht, dass sie noch höher gehen. Ich müsste mich ja bloß irgendwo mal positionieren. Oh, da kommen noch mehr. Ah, wollen wir jetzt hier raus? Da unten hat schon zwei negative Sachen. Der ist verwirrt und ungehorsam. Wir brauchen noch länger, um Befehlspunkte zu kriegen. Die sind halt alle schon richtig abgepackt mittlerweile. Komm, wir holen die da raus. Ah, das war's sofort. Okay. Ich dachte, die steigen wenigstens noch ein. Also, wir haben keine Zähneproben. Wir haben 4 Sunny, 2 Werkzeugkästen. Und 20 Materialien. Dafür, dass wir 40 am Anfang ausgegeben haben, war es jetzt nicht so erfolgreich. Aber alle sind ein Level gestiegen. Wir bestätigen das Ganze. Ach gut, okay, jetzt steigen sie noch ein. Ah, okay, okay. Alles schön. Der erste ist schon weg, der zweite weg, der dritte und der letzte. Ja, ich weiß nicht, kommt jetzt ein Video noch, oder? Ja, okay. Bin mal kurz wieder weg. Wir fahren also in unser Teil rein und fliegen dann wieder zurück zur Otago. Und landen in den... Oh, plus 35% haben wir erkundet in den Dead Hills. Wir müssen noch die Biologin Everly retten, die Tierärztin McNeil und untersuche den verdächtigen Container, da wo die Eier drin waren. Das war nämlich in der letzten Folge. Da haben wir über die Kameras, über die Kamerasteuerung rausgefunden, konnten wir die Kameras sich angucken, das war echt cool. Ja, dass wir da so einen Container haben mit den ganzen Eiern. Wir haben mittlerweile 8 von 14 Primärziele. 8 von 14? Ich sehe hier aber nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Werden wahrscheinlich auch welche dazukommen. So, und Datenpads 4 von 19 haben wir schon gefunden. Aber erst so, Marinebericht. Oder Marinesbericht. Verletzt sind sie alle Mann. Aber haben alle kein Trauma. Okay. Geht das denn wohl auf jetzt weg? Levelaufstieg haben sie alle Mann. Also wollen wir sie alle mal befördern. Wie siehst du denn aus? Wie in aus der 80er, oder? So, Verbesserungen. Es gibt schon zwei. Zwei Verbesserungsslots. Aber ich kann nichts auswählen. Hier unten? Erlösung. Entferne die negativen Eigenschaften des Marines. Verschwörer. Der Stress, der bei jedem Marine während einer Ruhephase abgebaut wird, wird um 10 verringert. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also, entferne alle negativen Eigenschaften. Okay. Ach, er hat Erlöser drin.
Verschwörer. Verschwörer, wie komme ich jetzt auf Erlöser? Egal. So, dann gibt es unverwüstlicher Wille. Der Marine unterliegt nicht mehr der Auswirkung müde. Gut, das hatte ich bisher noch nicht. Und Geisterstahl. Der Marine erholt sich nach 3 Tagen automatisch von einem Trauma. Automatisch. Momentan haben sie keins, aber es wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, komm, wir nehmen Geisterstahl. Das erste war noch interessant gewesen. Eigentlich fand ich alle nicht so schlecht. Kann ich jetzt noch eins wählen? Verschiebe ich die jetzt nach hier oben? Ach, in der Kaserne kann ich Verbesserungen machen. Ja, okay, okay. So, dann haben wir den nächsten. Auch kein Trauma, nur müde. Ach so, müde haben sie doch alle gekriegt. So, einfallsreich. Nach jeder Ruhepause werden die Ladestreifen des Trupps gratis aufgefüllt. Werden die Ladestreifen... Aber wie hoch denn? Laden die einfach nur alle einmal nach? Erhöht die maximale Treffsicherheit, das hört sich ganz gut an. Und gewährt Zugriff auf die Interaktion Hacken. Der Marine hat die Fähigkeit, verschlüsselte Türen zu entriegeln. Ja. Verschlüsselte Türen entriegeln ist, glaube ich, also, die anderen waren auch nicht verkehrt, aber das war fast das Beste. Die Tapferkeit verringert die Müdigkeit um 10. Ich würde gerne mal wissen, was macht denn Tapferkeit? Also, ich bräuchte mal so eine Info, was macht die machen die Werte überhaupt alle? So, der nächste hat Hart. Was erhöht die maximale Gesundheit des Marines um 1? Erhöht die maximale Tapferkeit des Marines um 5. Verringert den Stress, den er durch jede beliebige Quelle erleidet. Oder Teamgeist erhöht die Reserve der Befehlspunkte um 1 für jeweils 2 Marines im Trupp, die dieses Attribut haben. Also bräuchte ich wenigstens 2, die Teamgeist haben. Ja, komm. Wir wollen mehr von diesen Punkten haben, falls wir doch mal überrannt werden sollten. Dann können wir mehr rumballern, mehr Fähigkeiten einsetzen. So, und die letzte, die auch sehr, sehr merkwürdig aussieht. Ich finde, der Kopf ist so klein für den dicken Körper irgendwie. So, anhalten. Die Auswirkung Verletzung wird bei... einem Gesundheitspunkt anstelle von 2 Gesundheitspunkten angewendet. Ach so, die ist erst kurz vorm Tod sozusagen verletzt. Naja, okay. Erhöht die maximale Rüstung, das klingt ganz schick. Marine holt sich 3 Tage nach dem Trauma automatisch. Das ist nicht schlecht, wenn die alle keine Traumas mehr haben danach. Aber nochmal für den gleichen Charakter das nehmen? Ich weiß ja nicht. Komm, wir geben da mal ein bisschen hier Rüstung. Alles ganz nette Sachen, aber nicht absolut notwendig bisher. So, was sagt das Inventar? Ein Konstrukteur gerettet und ein Rekrut gerettet. 2 Werkzeuge, 4 das, 20 das. Okay, Wertebericht. 2% entdeckt, 1,8% gefangen. Wann waren denn wir gefangen? Gute Frage, aber 60% gejagt. Ah, die meiste Zeit waren die halt wirklich bei mir dran, ja. So, ja, okay, das ist die Missionszeit. Gesamte Missionsdauer? Laufdauer. Ach, wie lange man in diesem Areal? 3 Facehugger haben wir getötet und 28 Drohnen. Das sind die Standard-Aliens. 930 Kugeln verballert. Ja, nette Statistik. Wieso ist denn das hier so unscharf am Anfang immer? Hunslet, how'd you find your first day in the Corps? I don't know. It's a lot to take in. If it helps, you're doing okay. Thank you. I'm glad it's over. My nerves are shot. Oh, it ain't never over. But for now, we got some time. Good. Gives me a chance to work on the comms. If only we could hear from Director Price in Pharaoh's Spire. We could use her help. Dr. Becker's been trying the whole time we were deployed. It turns out most long-range transmitters are down. If someone's home at Pharos, they probably can't pick up. Do you think those things can be there too? Judging by what happened on Pioneer, it's clear that they're spreading extremely fast. Then you'd better get familiar with the Otago right now. We can't give those creatures the benefit of time. Mhm. Okay, wir haben 2% der Kampagne jetzt geschafft. 7 Marines haben wir noch. 4 sind müde und 4 sind verletzt. Nicht zugewiesene Ärzte in der Krankenstation haben wir anscheinend. Gucken wir mal kurz darüber. Wer ist denn hier nicht zugewiesen?
Ja, weiß ich nicht. Die sind alle in einem Tag wieder fit, also müssen wir hier keine Punkte für ausgeben. Lohnt sich nicht. So, dann ab ins Talk to you Labor, heißt soon. es. Ah, Administrator. I wanted to. Oh. Going that badly, is it? I'll get back to you on that. Can I do something for you? Actually, yes. I was hoping you might persuade Sergeant Harper to retrieve some samples of the creatures. Ja. One can never have too much information about one's enemies. I didn't know you worked in corporate espionage, Doctor. Very droll. On the other hand, I do find that science and skullduggery have a surprising overlap. Both require focus and a keen eye for detail. One supposes. True enough. And you're right. We need more information on these things. I'll talk to the sergeant. Have a nice day, Administrator. Okay, gleich die nächste Chief Info. Engineer Corrigan, isn't it? We met before. Oh, it's you. Sorry about that, I... You had your hands full. Things look better now. They are. Came together faster than I thought. Ain't pretty, but we're functional and I hope stable. Harper told me we got splashed after some kind of failure in the planetary quarantine protocol. Something called Cerberus? That's what's going around, certainly. More corporate corner cutting. Der Gesichtsausdruck von der ist einfach. Die sieht aus wie Walter von Jeff Dunham. Ganz Zeit Fresse zieht. But that doesn't mean we have to abandon her. It could be shelter, you know? For these people. For us. The only problem is dear Otago took a beating. I got holes to patch, cables to reconnect. Our cryo chambers, our shield, their history. In short, we're missing materials. Spare parts to turn into upgrades for both our guys and the ship. Look, no promises, but we could ask the Marines to check for materials in Dead Hill storehouses during their next visit. It all helps. Need a gun, Okay, nächste Aufgabe. Darum kommen wir vielleicht dann auch vor 14. Vorräte mitbringen. Denn mit 30 Vorräten können wir uns wohl nichts wirklich leisten. Ich weiß noch gar nicht, was es heißt, die drei Konstrukteure. Ach, jeder Konstrukteur macht automatisch 5 Materialien täglich. Das heißt, die sind super wichtig. Jeder Arzt kann die Genesungsdauer eines verwundeten Marines um einen Tag verkürzen. Okay. Ah, der Flammenwerfer und die Mine sind jetzt irgendwie... stehen jetzt zur Verfügung. Aber wir können sie eh noch nicht leisten. Die kosten ja einfach mal 100 Punkte. So, schauen wir mal in die Kaserne. Oh, nächste Video. Administrator Hayes, what brings you to my corner of the Otago? Sergeant Harper says I should take a look around. He's probably trying to keep me busy. Yeah, the devil loves idle hands. I can't give you a tour. We're still digging through the wreckage. How does it look? Well, we've more portable weapons than we've got Marines to carry them. So if you find anyone out there with training, you point them in my direction. As for the ordnance, it's pretty much scragged. What about the emergency escape vehicles? That satellite relay idea of yours, huh? Yeah, Harper told me. If we can get the fuel linkages repaired, we might salvage one EEV. But I'd be damned before I let you play with the only life pod we have left. And how useful is a single life pod on a crashed ship, exactly? Yeah, you're pretty convincing. I'll give you that. All right, take it. But keep me updated. Es gibt noch eine Rettungskapsel. Die kriegen sie nicht. Naja, was wollen sie mit einer? Okay, sie sind überzeugt. Ach, die Dialoge sind herrlich. So, also, wir können jetzt hier irgendwie den auf der Krankenstation anklicken und dann... Begrenzung der Marineverbesserung, Marine. Ich sag mal Marine, Marine. Ist das ja, naja. Können eine begrenzte Anzahl an Verbesserungen tragen. Die Zahl erhöht sich mit dem Rang des Marines während einer Verbesserung im Slot aus machen wir. Und da können wir jetzt auch noch auswählen, entweder dass sie 20% mehr Patronen im Primärladestreifen hat. Oh, es kostet aber 30 Punkte. Ich habe jetzt auf einmal 60 übrig. Erhöht die Kapazität. Dann hat man eins am Anfang mehr, eine Munition. Dass man für jeden Marine mit Taschen gibt es ein Werkzeug und ein Sanitätsding mehr. Das ist ganz gut. Und die maximale Treffsicherheit ist auch halt ganz schick. Aber wir nehmen jetzt die Taschen mit. Wobei, die ist ja verletzt und müde. Die sollte mir das vielleicht nicht geben. Aber ich soll jetzt was auswählen? Das Spiel zwingt mich einfach dazu. Naja, gut. Noch was?
Jetzt dürfen wir frei wählen, oder was? Wie viele Punkte habe ich denn jetzt hier noch? Noch 30, genau. Okay. Ab zum Befehlsdeck. Back from your tour? How'd it go? Pretty good, I think. Dr. Becker requested some samples of the creatures for study. And Chief Corrigan is in need of components to turn this ship into a proper base. I thought you were all about getting your message out. There's nothing to say we can't do the one so long as it doesn't endanger the other. Is there? True enough. All right. Let's go back to Dead Hills. I have a feeling we missed something there. The same feeling you have when these creatures come around, Sergeant? This is hardly the moment, Deputy Administrator. Listen, Sergeant Harper. Your abilities. They could be tied to this outbreak. If there are more like you out there, it could help. People should know. They have the right to know. You mind your own business, Hayes, and I'll take care of mine. You have a relay to find. Hey, am Anfang wollte sie doch keinen retten und jetzt überzeugt sie ihn davon? This conversation's over. Noch mehr zu machen? Ich kann nicht noch eine Mission machen, es muss erst ein Tag vergehen, das reicht für heute. Wähle die Schaltfläche nächster Tag und halte links und rückt, um deine Auswahl zu bestätigen. Na dann, nächsten Tag einmal schlafen legen. So. Die Moral ist schlecht. Die Marines haben angesichts einer so gefährlichen Kreatur die Hoffnung verloren. Hayes muss einen Weg finden, sie wieder auf die Beine zu bringen. Was sollen wir tun? Halte eine flammende Rede. Eines der folgenden. Alle müden Marines sind nicht mehr müde oder erschöpft. 4 ermüdete Marines, 0 erschöpfte. Aber da ist auch, alle Marines sind erschöpft. Ach, das ist ja eine Negativ, oder? Was? Erlaube der Crew, dass sie sich ausruht. Verliere den Einsatz. Welchen Einsatz denn? Was? Die Crew soll sich ausruhen und dann verliere ich den Einsatz? Ich mache mal eine flammende Rede, komm mal. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, die Auswahl. So, die Moral ist schlecht, Tag 2. Eine Rede sollte die Truppen wachrütteln. Die Ansprache hat die Marines motiviert und sie sind nicht mehr müde. Der hat sie also so laut angeschrien, dass sie jetzt alle hellwach sind. Hätte auch einfach einen Kaffee bringen können. So, jetzt haben wir 11 verfügbare Marines. Ja, stimmt, wir haben ja einen gerettet. Hier unten gibt es noch irgendwie im Codex was Neues. Erklärung für die, für den Planeten hier. Bergbaumond. Leffe oder Lette. Die Charaktere hier. Hä? Die habe ich gar nicht gesehen. Also nicht vollgenommen, sondern nur die hier, weil die so grimmig guckt. So, dann ist so ein Landungsschiff. Was haben wir hier noch? Datapads. Ist das da so Textnachrichten oder was? Noch nicht entdeckt, noch nicht entdeckt. Und da haben wir noch von irgendwelchen Leuten Logbücher. Wieso steht der Text nicht einfach ganz da? Können wir das nicht beschleunigen? Ich meine, wenn ihr das vorlesen würde, dann ist es ja okay, aber warum solltet ihr das bitte so langsam auftauchen? Okay, ich habe gerade die Erlaubnis bekommen, die alte Mine wieder zu öffnen. Ich muss mal ein paar Regeln brechen und ein paar Notlügen erzählen, um sie zu bekommen, aber das dürfte sich am Ende aus sein, oder? Du und ich, wir werden bei Dead Hits neue Hoffnung bringen. Danke nochmal fürs Vertrauen in die Angelegenheit. Ach, das hier drückt halt, ist nervig. Oh, viel Text. Nee, habe ich jetzt keine Lust. Was haben wir noch? Noch mehr Text. Haben wir gesehen. Und noch mehr Text. Gut, das sind so Logdinger hier von dem Datengrab. Von den 19 Datenpads, die es gibt in den Dead Hills. Steht da nicht 14? Ah ne, es waren 14 Missionen und 19 Datenpads. So, Ausrüstung. Was haben wir hier? Die Dienstpistole, haben wir jetzt ein paar Infos drüber. Die Schrotpistole, Schrotflinte, Granatwerfer. Noch was? Leichtes IMZ-Paket. Und Bewegungstracker, okay. So, Bestarium haben wir jetzt wahrscheinlich die Drohne, das Ei und was haben wir noch? Den Facehugger. Gibt es noch ein paar, einige, also gibt es noch einige Aliens. 10 Stück. Und 4 noch nicht entdeckte, was auch immer. Okay. Und was sagt der Assistant? Achso, das sind die, die Steuerungssachen nochmal, damit man nochmal nachgucken kann. Statt dem was mit Attribute, da können wir gleich nochmal drauf drücken. Ich habe jetzt ein paar verfehlt, leider. Das muss ich so gleich nochmal hochglitzen. Alter, wie viel ist denn das? Ja, ich finde es ein bisschen nervig, dass ich nicht selber scrolle, sondern dass der automatisch, wo ich drauf drücke, hin scrollt.
So, haben wir denn jetzt hier alles? Trauma. Ängstlich, ein Traumapunkt. Panik, zwei. Und rot sind entsetzt. Gibt es drei Traumapunkte. Wenn ihr übrigens drei Traumapunkte erreicht, erleidet ihr ein Trauma. Übrigens behalten die Trauma und Traumata zwischen der Mission, bis du sie wieder in psychiatrische Pflegeeinrichtung heilst. Okay, was gibt's denn so? Depressiv, der Marine begeht jeden Einsatz mit zusätzlichen Stressschaden, Pyrophobie, grenzwertig, Hypochonder, Klaustrophobie, Paranoid, Blutphobie, Anthropophobie, zwanghaft, Robotophobie, Xenomorphobie und ja. Okay, das ist interessant, was es alles so gibt. Genau lese ich mir jetzt nicht durch. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich stoppen und mal schauen, was da so Schönes gibt. Irgendwas wollte ich doch jetzt gerade noch nachgucken. Verdammt, Sion ist schon wieder leer. Attribute, so. Klassenattribute, gewöhnliche Attribute, neues Attribut auswählen. Ja, schön. Ich wollte gerade wissen, welches es gibt und wie die heißen. Na gut. Vielleicht können wir das noch woanders nachschauen. So, Planetenbefall Level 1. Mhm. Wird also immer schneller, immer schlimmer dann, wa? So, ein Ansatz ist natürlich jetzt übrig. Also heizen wir da jetzt hin. Die Details natürlich, woanders haben wir noch nichts entdeckt. Ist das die Videosequenz nochmal starten von Details? Brauchen wir nicht. Gut. Container, die Leute retten und Materialien finden. Ich glaube, das, ob ich das mit einmal schaffe, weiß ich nicht. Aber hier gibt es noch 300 Materialien immerhin. Also noch 280. Understood. Uploading mission data. So, wenn der Trupp schon einmal für eine bestimmte Mission eingesetzt hast, kannst du bei zukünftigen Einsätzen den Einstiegspunkt des Trupps auswählen. Wähle Einstiegspunkt mit deinem Trupp einsetzen. Verstanden. Und zwar will ich... hier sind ja gleich zwei Sachen nebeneinander. Eigentlich hier unten kann ich hier rein und hier rum und hier rein. Aber ich könnte auch einfach hier starten, hier rein, dann hier rum und hier rein. Wenn dann noch was los ist, könnte man hier oben gucken und da drüben auch. Oh Gott, es gibt so viel. Wir fangen da an. Dann sind wir zwar da, wo wir schon mal ungefähr waren, aber... Gut, wir stellen den Trupp zusammen. Also der hier ist ein Verschwörer, Feigling, Pech... Und ungeschickt, aber das sind ja alles die Typen, die ja noch, die ich ja schon hatte. Die wollen wir jetzt nicht nochmal nehmen. Ich will mal Leute nehmen, die noch nicht gestiegen sind. Also die ja denn alle. Untauglich, was ist denn mit dir? Und ein Treffer weniger. Aha. Du hast noch kein Trauma, aber vielleicht tausch mal auch trotzdem mal aus. Eingerostet. Der ist immer erschöpft. Ja, dann muss die Frau mal ein bisschen was machen, dass sie nicht eingerostet ist. So, McDonald's und Sharp haben wir jetzt schon gehabt. Was ist mit ihm? Raufbold. Wenn das, während sich der Trupp ausruht, erleidet er zufällig mit Höhen des Trupps Schaden in Höhe von einem Gesundheitspunkt. Kein Rüstungspunkt am Einfluss. Dieser Schaden wird verhindert, wenn ein Mitglied Assistenzarzt hat. Mhm. Der kloppt sich also, während sich alle ausruhen mittendrin. Ne, den nehmen wir mal nicht mit. Das ist halt voll Idiot. Pechvogel. Das mal Wiens eine Chance. Achso, der trifft also ständig nicht. Beziehungsweise die Waffe streikt. Der trifft weniger. Ach Gott, was sind denn das alles hier? 0815 Pfeifenköppe. Disziplinlos. Verringert sich die Anzahl Bewegungspunkte um 1. Der ist ungehorsam. Hier wird 2 Ungehorsame. Gut. Ich darf also keinen noch kriegen, der ungehorsam ist. Den von jedem Befehlspunkt. Bis dahin ist der noch erträglich. So, und die haben alle meine Schrotflinte bei. Weil was anderes habe ich nicht zur Auswahl. Pistole habe ich keine andere und Geschütze habe ich auch keine anderen. Erweiterte Infos. Ach, der war ja schon mal dabei. Stimmt. Geisterstahl. Nee, dann machen wir Smith auch nochmal austauschen. Dann nehmen wir vielleicht doch den scheiß Raufbold mit. Ja, komm, scheiß drauf. Ich will halt noch einen zweiten Trupp haben, falls mal im ersten Trupp wer fällt. Oder alle mal irgendwo drauf gehen. Also brauche ich jetzt Vorräte. Ich finde, im Level gibt es eigentlich ganz schön viele. Ich nehme, glaube ich, eins von beiden. Mit dem Notfall müssen wir uns halt relativ zügig wieder verpissen.
Na dann. Abfahrt! Ich merke schon lange, ihr braucht hier jetzt so ganz viel Infos hier in der Basis. Ist ja schon eine halbe Folge durch. Und Abflug! Was Schluck trinken, ja. So, immer noch die gleiche Anfluganimation, alles das gleiche, okay. Gut, was soll sich da jetzt auch ändern? Aber weil es so schön ist, wir jetzt ein bisschen geistig darauf vorbereiten können, dass wir die nächsten Truppen in die Hölle schicken. Bisher gefällt es mir sehr gut. Ich dachte nicht, dass man so viel Story-Elemente oder... Ja, man könnte jetzt sagen, ich quatsche, aber tatsächlich ist das immer noch relativ informativ und geht bisher. Insofern finde ich es jetzt noch nicht ganz so schlimm. So, wir wollen nach da unten rein, also müssen wir nach hier unten. Hier wollen wir hin. Beeilt euch mal gleich. Genau. Jetzt müssen wir noch was finden, um die... Nehmen wir mal mit. Um die Nester loszuwerden. Ist hier jetzt noch was drin? Da liegt noch mal Muni. Ich dachte, es sollte hier hin. Überprüfe Terminal des Hauptquartiers. Ach, hier. Ja, dann überprüf mal, das Warenlager. Nix. Oh, nein, warte, ich hab was. Oh, Schmuggler haben das hier gesammelt, okay. Jetzt wissen wir aber, wo wir hin müssen. Das ist schon mal schick. Die Muni. Oh, nehmen wir auch noch mit. Das heißt natürlich, ich sollte gar nicht immer alles mitnehmen. Weil der nächste Trupp in der Mission das ja eventuell eh brauchen könnte. So, alle wieder raus. Was sagt die Karte jetzt? Das interessiert mich gerade gar nicht, was ich hier als Info kriege. Ich wollte gerne die Karte aufhaben. Was hat sich denn hier schon wieder Neues ergeben? Was denn? Planetenbefall. Ah, der Planetenbefall schreitet mit jedem Tag voran. Wenn die Anzeige des Planetenbefalls einen neuen Schwellenwert erreicht, wird sich die Gesamtschwierigkeit aller Orte erhöhen. Das heißt, es wird einfach umso öfter ich da bin, immer finsterer und immer schlimmer. Das heißt, ich sollte immer ein bisschen riskieren, doch mal was rauszuholen. So, jetzt haben wir uns Squad vor der Tür geparkt. Da rüberfahren. Oh, da oben, der ist auch noch da, der Bewegungstracker. Vielleicht sollte ich hier noch ein paar aufstellen. Das kostet ja bloß diese komischen Punkte hier, die einen. Komm, lauf mal hier in die Mitte. Das hier war das. Bau mal einen da ruhig hin. So, dann sollte ich hier unten auch noch was hübsch sehen dürfen. Dann laufen wir jetzt hier per Hand rüber. Oder fahren wir mit Auto rum. Move on! Das ist ja auch nicht mein Auto. Das ist hier unten geparkt. Move! Ja, der läuft da erstmal hin. Ja. Komm. So, jetzt kann ich euch aber verlegen. So, wir haben hier unten also jetzt scannen. Wir fahren hier rüber und dann gucken wir da rüber. Alle rein spaziert. Immer schön das Auto quasi im Rücken irgendwo haben. Haben ja schon gesehen, dass draußen einige Male schon gleich mehrere Aliens kommen und ich weiß nicht, ob der Trupp das so gut schafft oder überstehen könnte. Wenn man schon auf schwer spielt, dann muss man manchmal auch ein bisschen taktisch doch noch hantieren. Aber ich glaube, das wird man auch auf anderen Schwierigkeitsgraden machen. Irgendwo läuft ein Scanner. Weiß immer nicht, ob die Viecher, wenn das Auto auf die ballert, ob das noch mehr anlockt. Da ich immer so ein bisschen Sorge. Eigentlich wurde ich ja kurzzeitig eben entdeckt. Fährt er denn lang? Das war doch gar nicht so weit. Ich finde schade, dass der keine Spuren hinterlässt. Das wäre irgendwie noch ganz cool. Aber das sind ja bloß kleine Details. So, wir wollen also nach dort drüben rein. Ich finde das mit der Karte unten noch nicht so... Ich muss immer gucken, in die Richtung. Come on, Team.
bin da noch nicht so voll drin, muss ich zugeben. So, zeigt jetzt der Scanner hier drüben was an? Nö. Naja, ist ja nicht so schlimm, dass wir jetzt hier einen haben. Frage ist ja, wo stellen wir hier unten noch einen Scanner hin? So, kommt rein mit euch. Hier irgendwas entdeckt? Nö. Da rein. Ist hier irgendwo was drin, was wir mitnehmen können, angucken können? Was ist denn da passiert? Viecher sind tot, die Kühe quasi, die Stiere. Ja, alle Viecher tot. Alle Rinder hat's erwischt. So, gibt's hier noch was, was wir entdecken können? Zeigt die Karte irgendwas an bisher? Veterinärklinik sind wir, okay. Move on! Move! Lauf mal hier rüber. Squad Leader here. This signal comes from behind this bulkhead door. Looks like a decontamination chamber. You should be able to cycle it. There should be a terminal next to Ja, ich sehe schon. Ich würde auch gerne rangehen. Das brauchst du also nicht erklären, dass ich das machen kann. Aber gut, dass der Basis meldet. Macht schon Sinn. So. Decontamination process commencing. Processing. Processing. Decontamination halted. What the? That's close enough. Who the hell are you? USCM, ma'am. Responding to Sheriff Sousa's distress call. Kann mich immer wieder einschalten, wa? Good news. I could use some of that. Decontamination process restarted. Processing. Processing. Okay. Decontamination complete. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass während der hier dekontaminiert, dass die Viecher uns hören. I'm a veterinarian around here. Shut myself in here when everything went to hell. Problem is, when you do that, it's kind of hard to get back out again. Oder höre ich keinen? Bin ich schon paranoid? You know the situation? Not much. Sousa recovered a weird corpse next to the slaughterhouse. I've never seen anything like it myself. But then I look after herd animals and stitch up the occasional wound in someone who should know better. I'm not a xenobiologist or a fighter. Before she left, Sousa insisted I keep this. Said it was automated, but I never managed to set it up. All right, Marines. Grab that sentry gun and get the vet out of here. She ain't a medic, but I'm sure Bookard will appreciate the help. Die ist zwar kein Medic, aber irgendwie wieder doch. Und da ist jetzt ein Geschütz. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Geschütz, was wir aufstellen dürfen. Das ist ja cool. So, da ist noch ein Datapad. Da ist noch eine Medikiste. Und dann schauen wir uns mal auf der Karte um. Ist hier noch was? Nö, sieht nicht so danach aus. Hier oben kommen wir irgendwie nicht rein. Der Rest ist alles nur Deko. Das heißt, du musst mitkommen. Ich find's witzig, dass der rangehen muss, um mir zu sagen, dass sie folgen soll. Kommen Sie mit. Ach so, die Tür ist dafür zugegangen. So, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo wieder drücken. Was? Du siehst nichts auf dem Tracker? Ich höre sie doch. Ach, jetzt lernen wir, dass wir das Geschütz hier aufstellen sollen, weil die Viecher gleich kommen werden. Ah, okay. Dahin. Kann ich das eigentlich drehen? Nee, kann ich erstmal nicht. Erstmal ist es so gesagt, ich soll es so hinstellen. Oh. Oh, juckt. Zur Verteidigung steht 250 Schutz als Teil. Die stellt sich nach hinten in der Ecke. Das ist immer ganz schick. So, der macht mal auf, die Luke. Na los. So. Dann lauf mal ruhig ein Stück zur Seite, nicht, dass ihr vor dem Geschütz steht. Das wäre ja ein bisschen dumm. Kommen. Die kommen ein bisschen schneller als sie da. Schieß, schieß. Ab in die Ecke. Scheiße, der hat Säure gekriegt. Da kommen aber echt viele gerade. Ich habe auch gerade keine Kommandopunkte mehr. Geschützturm ist kaputt. Scheiße. Dann kriege ich wieder einen Kommandopunkt. Oh, das dauert noch eine Weile. Ach du Scheiße. Oh nein. Reparatur notwendig. Ja, die haben das Geschützturm zu schnell, oder den Geschützturm zu schnell kaputt gekriegt. Was mache ich mit dem?
habe gerade keine Punkte mehr. Nein, mein erster Marine ist verletzt. Oh Scheiße. Tötet sie doch mal endlich. Scheiße, nochmal in die Säure reinlaufen, ich Depp. So, schnell an das Geschütz da, automatisches Geschütz reparieren. Reparieren. Du versuchst den da irgendwie zu retten? Danach positioniert euch wieder hier drüben. Haben wir schon wieder einen Punkt? Ja, wenigstens einen. Uns gehen die Optionen aus. Mit der Fähigkeit taktische Analyse kannst du sofort Werkzeuge gegen Befehlspunkte tauschen. Schön, dass ich das jetzt als Info kriege. Ja, muss ich jetzt nicht. Kann weg. Oh, ja, ich hab's gesehen. Jetzt nützt mir das leider ohne Schwer. Ich hab schon einen verloren. Verdammt, wir haben bloß die Marke von ihm eingesammelt. Okay, gut, da das Spiel auch dort automatisch speichert, weil ich das ja auf pervers schwer eingestellt habe. Oh, da können wir noch einen Alien durchsuchen. Machen wir das mit dem Beschutz. Nehmen wir das jetzt schnell mit? Ich meine, die hocken ja hier draußen noch. Ach scheiße, wir nehmen das jetzt mit. Geschütz nehmen. Was haben wir hier links noch? Todesend des Marines. Ein Marine ist im Einsatz gefallen. Du kannst nichts mehr für ihn tun, aber du kannst die Erkennungsmarken an den Leichen toten Kameraden bergen, um die restlichen Marines des Trupps einen kleinen Erfahrungsbonus zu gewähren. Vielleicht solltest du einen Panzerwagen zurückziehen und deinen Trupp zurück zur Otago bringen. Rein theoretisch ja. Kommst du jetzt nicht mit? Hurry up, Squad! Verstehe ich nicht. Come on, Team! Halt, wo ist denn das? Wieso geht jetzt die Karte nicht? Jetzt. Da oben kommt nochmal wer. They're headed our way. Double time! Ja, auf ihn soll ich die Alte da retten? Come on, Team! More signals incoming. So. Weld that door. You shall not pass, fuckers. Nicht nur noch Werkzeuge übrig. Door welded. Hä? Move on. Das verstehe ich jetzt nur bedingt. Ich sollte den Kram verschweißen. Habe ich einfach nur nicht hier noch mitgenommen, wa? Kacke, Mann. Lauft! Ruf da! Jetzt kommen die anderen auch noch. Dann bleibt hier in der Tür stehen ungefähr. So, diesmal nehmen wir die Schrotwaffe. Hau Rinder. Hau rin. Schieß! Schieß doch mal! Und dabei zurückziehen. Scheiße, wegen der Säure. Bisschen verkackt schon wieder. Abgeschlossen. Die Kreatur hat sich gerade weg und nie geschafft. Wir führen die Bestien jetzt etwa Menschen. Hä? Wo hat die Kreatur jemanden geschnappt? Move on! Hab ich nicht gesehen. More signals incoming. Wir müssen hier oben noch rein. Also eigentlich hier lang. Move on. Wir werden immer noch gejagt. Wir müssen irgendwie wegkommen, dass wir nicht mehr gejagt werden. Lass mich doch mal reingucken. Ich dachte, dass ihr wolltest zu sehen, ist immer ein bisschen ungünstig. Ist irgendwo ein Alien? Wo denn? Sind hier zwei Stück hier vorne? Komm, wir gehen mal an der Seite rein erstmal.
Da haben wir zumindest schon mal ein Datapad. Copy. Da haben wir Kram. Too quiet. Da haben wir Kram. Let's see what's inside. Ja gut, dass ich die Tür da verschweißt habe, hat ja gar nichts gebracht, muss ich mal so sagen. Double time. Ja, das lief auch nicht so gut da. Dass der Geschütz so schnell deaktiviert war. Ich die Truppen zu spät auf den Modus gesetzt habe. Dann keine Punkte mehr für die Schrotflinten übrig hatte. Jetzt sind die Aliens hier weg. Oder die so ein... Man weiß nicht, ob das Aliens waren. Wahrscheinlich. Irgendwas hat sich ja da bewegt. Gibt es auch Fehlinformationen vielleicht? Ich will halt nicht jetzt schon gehen. Ich finde, wir brauchen noch ein paar Vorräte. Der hat ja gerade... Habe ich ja gelernt, dass ich ja nicht unendlich Zeit habe für alles. Mehr ist hier nicht, wa? Ne, okay. Double time! Wir sind ja noch unentdeckt. Ich glaube, wenn wir entdeckt werden, sollten wir uns langsam verpissen, weil mit drei Leuten lässt sich, glaube ich, nicht so geil kämpfen wie mit vier. Move on. Mal ein bisschen flotter hier. Got a body here. Da liegt einer, da liegt einer, da ist Zeug. Großer Raum. Da liegt auch nochmal Zeug, da liegt Zeug. Da müssen wir mal warten, bis wir fertig werden. Roger. Na, merk doch mal, ich dachte, alle machen was, aber irgendwie hat einer nichts gemacht. Looks like a data pad. Let's see what's inside. A transformer station? Hunslet, do you have eyes on that from up there? Yep, yep, yep. Marking the coordinates. Gibt's aber viel Zeug gerade zu finden. Let's see what's inside. Haben wir denn wenigstens alles entdeckt in dem Scheißraum? There's something around. More signatures spotted. An sich haben wir alles im Generatorraum. Aber hier oben ist halt ein... Hier können die rauskommen aus dem Nest. Der läuft vor der Tür rum. Okay. Was ist das hier? Vergeltung. Wenn Vergeltung aktiv ist, regenerieren wir jetzt 1 HP oder 2, wenn die Anzeige voll ist. Tapferkeit wird vorüber erhöht und Befehlspunkte regenerieren sich schneller. Move on. Wer macht denn das? Mit V kann ich Vergeltung drücken. Okay. Weil der eine gestorben ist, oder was? So, wir wollen eigentlich jetzt irgendwie unten zum Auto kommen. Vielleicht noch hier rüberfahren. Ja, ich glaube, das können wir noch mitnehmen. Dann müssen wir uns echt mal langsam zurückziehen. Leider kommt das Alien gerade in meine Richtung. Und irgendwie sind da jetzt auch wieder Signale aufgetaucht. Man kann es sein, dass das die Lüftungsschächte sind? Das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass das Vieh, was hier draußen rumläuft, nicht reinkommt. Tut zum Glück nicht. Move on. Gut, dann gehen wir hier über weiter. Nein, wir haben unsere ersten Verluste. So, raus aus der Hütte. Wir müssen dem Alien leider hinterher. Jetzt kommt er wieder zurück. Was ist denn jetzt hin? Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal so ein Teil hier hinbauen. Komm, lauf mal hier auf die Straße. Und bauen wir mal nochmal so ein Teil hier hin. Vielleicht hätte ich das zwischendurch nutzen sollen, damit die woanders hinrennen. Ah, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hätte vielleicht klappen können. Das Auto hat den abgeschossen, darum ist der verschwunden. So, ja, der läuft auch in das Gebiet rein. So, Trupp verlegen. Wir verlegen uns nach da oben. Wir hauen noch nicht ab, weil ich will nicht noch einen Tag Zeit dafür verschwenden. So, alle drei drinnen? Ja. Muss ich denen eigentlich noch sagen, dass die nachladen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, das machen die bisher automatisch. Da sind leider keine Spuren, obwohl da ein paar Spuren sind, aber leider nicht von mir selbst. Quasi schon vom Level vorgegeben. Ekelhafter Dreck hier. Der Scheißplanet ist einfach so schmutzig. So, da drinnen war. Oder da links drüben? Ein von beiden Kammern. Die ist ja zu. Also würde ich mal tippen hier drüben. On, ja. So, wollen wir doch hier reingucken. Hurry up, Squad. Dann beeilt euch mal gleich. Das ist der Schlachthauseingang. Da sollten wir ja hin, laut der Ollen, oder nicht? Double time. Munition. Datapad. On it.
Ich glaube, mehr sehe ich hier nicht. Hat jetzt jemand die Muni mitgenommen? Nö, natürlich nicht. Verstehe ich nicht. Brechen die das manchmal ab? Drücke ich den falschen Knopf oder bin ich einfach nur dumm? Come on, Team! Okay, dann ran hier an das Teil. Alright, let's see what's in there. Auf einer Hand stoppt mich, dass ich die Typen schon verloren habe. Auf der anderen Hand sage ich mir, cool, dass das mal jetzt schon passiert ist. Was jetzt, was jetzt? Shit, it's coming to us. Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas. Habe ich nicht so einen Kombinsender hier noch gebaut? War das der? Ja. Das heißt, ich muss noch mal einen hier irgendwo mit reinsetzen, in dem Bereich vielleicht. Vor der Tür denn? Komm, lauf mal hier raus. Und setz mir ruhig mal hier so ein Teil hier auf die Straße irgendwo. Zeitlupe wohl an. Wir können auch direkt Pause. Muss ja nicht mal Zeitlupe sein. Aber ich habe ja immer Zeitlupe bisher an. Im Optionsmenü konnte man das umschalten, habe ich am Anfang mal gelernt. So, jetzt haben wir aber hier zumindest noch einen Bewegungstracker mehr. Das hilft vielleicht. Falls wir hier drinnen Stress kriegen. Das eine Signal hier hinten ist auch verschwunden. Das sind bestimmt Lüftungsschächte. So, ist hier was? Ist hier was? Ist hier in der Ecke was? Nichts bisher gesehen. Sagt die Karte mir irgendwelche Vorräte an? Nee, leider auch nicht. Here's one. Hurry up, squad! It's seen us! Come on, team! Das Nest hat eine Jagd gestartet. Ich hab den eben gar nicht realisiert. Komm, schießen ab, schießen ab, schießen ab, schießen ab, schießen ab! Shit, I'm out! Jetzt machen kaputt. Nee, einfach aufhalten. Das Nest hat ein Ding gestartet. Komm, weiter Rückzug. Das Auto steht auch vor der Tür, oder? Also ich habe immer noch Zeitlupe an. Halt, bleib mal stehen. Das Nest hat ein Ding gestartet. Welches Nest? Letztes Mal hat es mir noch angezeigt, diesmal nicht. Ich hätte die Mission hier geschafft. Hier unten ist halt auch nochmal was. Hm. Da gibt es noch ein paar Sachen zu finden. Hier müssen wir aber hier unten rein. Das Auto steht leider denn erst hier vorne. Heizbar vor der Tür. Heizbar zum Auto. Ich glaube, da seid ihr erstmal gut geschützt. Der Stress steigt schon wieder so hardcore. Was heißt denn? Verwirrt. Verwirrt. Stören. Gut, aber dadurch kriegen die auch ein bisschen Erfahrung, oder nicht, wenn sie die wegballern. Alter, ist das Vier ist aber reingekommen, du. So, das heißt, wir fahren jetzt mit der Karre. Ja, da kommen noch mehr zwei hier gleich. Schön verlangsamen, die Schweine. Oh, sogar noch Alien-DNA. Wird gleich nicht mehr gejagt, glaube ich. Okay. Jagd wurde unterbrochen. Ja, wie gesagt, dann rein ins Auto, nach hier unten fahren, hier unten nochmal gucken, reinzukommen. Habe ich denn hier fast alles? Ne, da oben gibt es halt auch noch zwei Sachen. Mache ich das noch mit dem Krupp? Wir können ja erstmal nach unten fahren. Erstmal gucken. Don't get too comfy, okay? Komm rein mit euch, rein, immer rein spaziert. Und die Frage ist ja, an sich werde ich wahrscheinlich sowieso nicht alles gerade in diesem Lauf mehr mit diesem Trupp geschaffen. Was riskierst du jetzt da unten? Ich glaube, ich gucke erstmal rein. Baue vielleicht nochmal so ein Teil dahin. So ein Sender.
Aber ansonsten, ich muss ja sowieso noch mit einem Trupp hier hin. Ich werde jetzt nicht mit denen das da unten schaffen und die zwei noch da oben. Na, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, vielleicht irre ich mich auch. So. Hier unten haben wir unseren Teil halt noch nicht. Also gucken wir mal. Das ist eigentlich die Schnelltaste C. Vielleicht merke ich mir das irgendwann mal. Aber C für Scanner oder sowas. Ist vielleicht auch nicht. Nicht so, dass ich mir das merken könnte. So, Zeitlupe machen wir mal auflösen. Das Video ist schon zeitlich schon durch, theoretisch. So, dann müssen wir nach dort vorne rein. Wir machen einfach weiter. Das Spiel reizt mich einfach so dolle, dass ich hier nicht schon wieder pausieren will. Das sind, glaube ich, Lüftungsschächte wieder, weil die bewegen sich nicht. Stress steigt immer noch. Ich bin immer noch unentdeckt gerade zumindest. Gibt es hier im Raum nichts? Ich habe auch nichts gesehen. Also eins, was man machen kann, man könnte sich hier drinnen einmal verschanzen, damit die einmal alle ausruhen, oder? So, das machen wir mal. Wir verschweißen mal die Tür. Gucken, damit wir auch gleich mal die Mechanik haben. Trupp in Schutzraum. So, Fortschritt wird gespeichert. Ah, okay. 100 Stress von allen Marines werden erhalten. Alle Befehlspunkte werden generiert. Gut, die habe ich gerade sowieso. Halt Blutung und durch den Raufbold kriegt jemand einen Schaden. Mal gucken, wer das ist. Wen boxt du Typ jetzt? Hat das ausruhen. Einmal kurz am Nacken fassen. Oh, jetzt bin ich total motiviert wieder. Was ist mit denen da drüben? Funkt die ganze Zeit, oder was? Wakey, wakey. Ach nee, da steht etwas drin, okay. Da vorne, die hat, glaube ich, auf den Fresse gekriegt. So, jetzt sind aber alle, haben ihre scheiß Effekte wieder runter. Okay. Also war das der Stressabbau. Hurry up, Squad! Halt. Achso, die Tür ist zu, darum kann ich da nicht rein. Ich kann die wundern, vom gehe ich da eigentlich nicht lang. Move on! Was ist hier los? Kommen wir nicht lang. Wie kommen wir denn da hin? Oh, da unten war doch auch zu, oder nicht? Hurry up, Squad! Ja, hier unten ist auch zu. Wie komme ich denn da rein? Da ist dicht. Ich muss von oben kommen, oder was? Das heißt, ich muss den ganzen Weg von da oben, wo ich schon mal war, hier runter machen. Okay, ich glaube, das mache ich dann beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt wirklich aus der Mission hier raus. Ins Auto. Kamera, nein, andere Richtung drehen, das hilft mir mehr. So. Wir hauen hier ab. Haben wir ein bisschen Zeug gefunden. Theoretisch, wie gesagt, können wir noch ein Vergeltung drücken. Aber wir hauen jetzt ab. So, wir haben ein Signal ja verloren. Die beiden sind leider, oder die drei sind nicht gestiegen. Zwei Xenoproben aber rausgeholt und 70 Materialien insofern. Was ist mit der alten eigentlich aus dem... Hatten wir die jetzt gerettet? Oder ist das die quasi verreckt ist? Also... Es hieß ja zwischendurch, dass die Aliens irgendwen weggezogen haben. Davon habe ich bloß nichts mitgekriegt. Plus 65% bei der Expedition, okay. Expeditionsbericht Nummer 2. Untersuchen verdächtigen Container, rette Biologin, finde Materialien. Ja, okay, wir haben ein paar Primärziele aber geschafft. Alle verletzt und müde, wie immer. Der ist sogar erschöpft, weil der immer erschöpft ist, wegen seiner Fähigkeit, glaube ich, war das. So, das Zeug haben wir gefunden. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt mit den Xenoproben anfangen können. So, die meiste Zeit waren wir unentdeckt. Gut, die Mission haben wir jetzt diesmal nicht so lange laufen lassen. 23 Drohnen trotzdem getötet, 743 Kugeln verballert. Hello, Administrator Hayes. Oh, ich muss mal da weg. Nicht, dass ich am Weg bin. Mission kann nicht gestartet werden, weil erstmal ein Tag vergehen muss. So, nicht zugewiesene Ärzte in der Krankenstation. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Na denn. This one's a priority. Understood. So. Jetzt haben wir Ärzte zugewiesen. So, die regenerieren sich von Tag zu Tag einfach. Stay safe, also so eine okay? Ressource extra. So, jetzt Labor. Was nun? Ich dachte, ich habe jetzt hier die Alien-Dinger mitgebracht.
Mit Xenoproben kannst du Xenotech-Projekte erforschen und Xenotech für Einsätze deines Trupps aktivieren. Ja, aber wie denn? Wo denn? Was denn? Stay safe out there. Was sagt die Kaserne? Nur, dass Marines verfügbar sind. Das ist die Hälfte wieder fit sind, ein paar sind noch krank. Ja, okay. You can count on them, man. Halt, gab's ja noch das Denkmal. Ah, da sieht man jetzt seinen Toten. Im Kampf gefallen. Disziplinlos. Ja, kein Wunder. Wenn man disziplinlos ist, dann kann man ja nur verrecken bei der Mission. Bye, Scheiße. Troops, so. Ich habe 115 Punkte. Wenn ich nächste Mission nichts mitnehme, könnte ich für die einfach eine Waffe freischalten. Erfordert Marine Stufe C. Erfordert Richtschütze Stufe 3. Erfordert Marine Level 2. Können wir irgendwelche Minen packen? Oder ein Flammenwerfer. Erfordert Marine Level 2. Flammenwerfer ist bestimmt geil, aber Minen ist halt auch nicht schlecht. Wenn wir irgendwo wieder verteidigen müssen, eine Mine positionieren? Was brauchen das? Ist das einfach so oder braucht das denn diese... Ich kaufe mir mal die Mine, glaube ich, frei. Flammenwerfer ist vielleicht cooler, aber ich weiß nicht, wenn da nachher alles fackelt. Wenn ihr dann selber nicht mehr durchkönnt, ist vielleicht auch blöd. Ich weiß es ja nicht. So, hier können wir nichts weiter machen. Was haben wir hier? Der Codex hat noch ein paar neue Sachen. Ja, wegen den Datapads natürlich, die ich gefunden habe. Also das da. Die lesen wir uns jetzt nicht durch. Ausrüstung müssten wir jetzt ja nur neu haben, weil wir die Minen haben. Bodenverlegungsminensysteme, okay. Was haben wir noch an Ausrüstung hier Neues? Automatisches Schütz, stimmt. Und der Tutorial-Fuzzi-Programmierer zeigt uns was an. Kann man die nicht alle einfach? Automatisches Geschütz, taktische Analyse. Achso, das war diese eine Fähigkeit, damit ich 2 Befehlspunkte kriege für 2 Ingenieursdinger hier, für 2 Schraubendinger. Maulschlüssel. So, Schotttüren. So, kann man nicht öffnen. Genau, das, was wir da hatten, mit dem Kontaminieren und so. Gut, das waren alle Infos, die wir jetzt neu haben. Perfekt. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt nichts Neues weiter gelernt. Gut, dass wir hier die Ärzte die ganze Zeit hätten verbrauchen können, hätten wir uns merken können. Ich weiß nicht, was wir hier mit den Werkzeugen und Sanitätsartikeln machen. Also, kann ich die einfach auswählen beim nächsten Mal selber? Gut, wir machen den nächsten Tag starten. Dann müsst ihr das Spiel hoffentlich speichern. Wir haben noch eine Entscheidung, entweder einen Arzt retten und verliere den Einsatz. Oder ignoriere das Signal. Ich verstehe immer nicht. Komm, wir nehmen das mal, dann wissen wir, was verliere den Einsatz ist. Jetzt haben wir einen Arzt neu, ja, okay. Jetzt haben wir 3. Gut. Dann 5% haben wir der Kampagne bisher geschafft. 9 Marines verfügbar, da wir ja nur 4 mitnehmen. Ist das ja alles ganz schick. Da können wir noch 2 Missionen machen, selbst wenn die alle verrecken. Bis dahin ist der Rest auch wieder fit. Ich weiß nicht, wann das erschöpft weggeht. Was die dafür machen müssen, aber das finden wir auch noch raus. So, insofern, oh, ich sehe gerade der Planetenbefall, ich mache ihn nochmal weg. Der ist jetzt schon auf 2 Balken. Also der steigt also alle 5 Tage anscheinend auf höchstere Level und dann, ja, gut, das wär's. Verluste haben wir gemacht. Also, eine Trauerminute. Bis dahin. Ciao, ciao.